Ich begrüße Sie zur Vorlesung Rechnernetze im Wintersemester 2013-2014. 2030 ist noch nicht angesagt. Diese Vorlesung Rechnernetze, die ist zum Teil auch eine Fortsetzung von der technischen Informatik, die ich im Sommersemester Ihnen kredenzt habe. Ich glaube auch, dass alle da waren, wenn ich das, also alle hätten manchmal da sein können, wenn ich das hier so beobachte. Ich erzähle Ihnen erstmal ein bisschen, was ich in der Vorlesung diskutieren möchte. Dann gibt es auch ein kurzes Inhaltsübersicht, bevor wir da anfangen mit dem, was ich eigentlich erzählen möchte. So Details wie Prüfung und sowas kommen wir dann auch noch kurz, aber etwas später. Ja, also wir reden über technische Kommunikation. Dem Datenaustausch zwischen Rechnern, wenn wir Programme übertragen oder andere Dateien, was Komprimiertes übertragen, da müssen wir wohl für fehlerfrei, die wir hier diskutieren wollen. Wie kann man zwischen zwei Computern oder zwischen zwei Menschen oder zwischen einem Menschen und einem Computer oder zwischen den Menschen und mir. Und dieser Begriff nötige Zuverlässigkeit, den werden wir auch noch dann natürlich präzisieren müssen, um zu wissen, worüber wir sprechen. Also technische Kommunikation, auch im Gegensatz zu dem Begriff Kommunikationswissenschaften, die sich mehr um Verständnis, Semantik und Wirksamkeit des Effektes der Kommunikation kümmern, also Stichwort Kommunikationswissenschaften von Verhaltensforschern, von Medizinern und so weiter, von den Sozialwissenschaften. Ich habe hier so ein paar Stichworte hingeschrieben. Hier steht das Telefon, dazu gehört sicher auch die mobile Telefonie, die ich hier mit Mobilfunk hingeschrieben habe. Dann habe ich hier noch Telefax hingeschrieben. Neulich habe ich in irgendeiner Prüfung, glaube ich, einen Studenten als Beispiel gesagt, ja, Telefax, und hat er gemeint, naja, das gibt es doch eigentlich gar nicht mehr wirklich. Ja, das werden wir auch hier in der Vorlesung nicht en Detail verhandeln. Telefax, aber mal zwischendurch vielleicht schon mal vorbeikommen. Ich hoffe, dass es Ihnen, den meisten von Ihnen, noch ein Begriff ist. Wer hat denn schon mal ein Telefaxgerät von Ihnen gesehen? Hey, wow, es gibt noch welche. Schon mal benutzt? Okay, ein paar haben es schon mal benutzt. Interessant. Ja, aber Fernsehen haben alle schon mal gesehen, benutzt. Auch darüber wollen wir natürlich so ein wenig sprechen, wobei es auch noch eine Vorlesung Multimedia gibt, die immer mal im Sommersemester ist, die Sie in Ihrem Studium wahrscheinlich erst in einem zukünftigen Semester genießen. Ja, danke schön, das mit dem Oberlicht ist gut. Wenn das ein bisschen leiser ist hier. Also, ja, beim Fernsehen, da sind wir schon wieder hier in diesem Thema Sprache,
Video, vernünftige Übertragung davon. Wir werden über Mobilfunk noch ein wenig sprechen müssen. Und dann werden wir uns insbesondere nochmal das Thema lokale Netzwerke vornehmen, also sozusagen die Basis und der lokale Zugang zum Internet. Dienste spreche ich, habe jetzt hier einfach mal File-Transfer E-Mail hingeschrieben. Natürlich könnte auch das Web dazu. Keine Angst, ich werde nicht den ganzen Kram wiederholen. Wir werden also auch nicht über, wir werden hier in dieser Vorlesung nicht als Übung HTML-Seiten basteln. Wir müssen natürlich schon ein paar Eigenschaften nochmal herausarbeiten, damit wir sehen, ja, wie die Infrastruktur dazu passt. Ja, wir werden insbesondere über das Internet sprechen. Wie funktioniert es eigentlich? Ich möchte Ihnen auch nochmal versuchen, einen besseren Begriff eine bessere Idee von der Struktur des Internets, von der verteilten Struktur des Internets zu geben. Das ist A, interessant und B, erklärt es natürlich auch so gerade das, was in den letzten Monaten bezüglich Überwachung in die öffentliche Diskussion gekommen ist. Die Struktur des Internets erlaubt eben auch relativ einfaches Belauschen. Und wir werden über Protokolle sprechen. Was für die Protokolle zur Organisation vom Datenaustausch, zur Organisation von der technischen von der Vorlesung, ich habe hier dieses Bild hingemalt, da sehen Sie hier Kommunikationsdienste und da hat man natürlich einerseits die und E-Mail und weiter, aber andererseits braucht man noch ein bisschen sowas, was uns dabei hilft, das zu bauen, zu implementieren. Dieser Einteilung kommen wir, darüber sprechen wir dann auch noch. Und hier unten noch das Kapitel Steuerungsdienste. Und das ist, ja, das, dieses Bild hier ist auch schon irgendwie grob die Struktur, die wir dann in einer späteren Vorlesung verfolgen werden. Wir werden also nochmal, ja, super kurz natürlich, über den Informationsbegriff nochmal kurz wiederholen. Wir werden über Modelle der Kommunikation sprechen, sowas hier. Ich komme beim Dienstebegriff vorbei, diesen Dienstebegriff, den brauchen wir, um sowas wie Dienstegüte angeben zu können. Also mit welchen Eigenschaften wir unsere Kommunikationsdienste, hier steht überall Dienste hier auch, erbringen wollen. Wir müssen eben ein wenig Beschreibung diskutieren, weil das auch eben zusammenhängt mit dem Dienstebegriff und uns dann zur Planung, zum Management von Diensten führen kann. Wobei ich das ist nicht mein wissenschaftliches Hobby, die Verkehrsabschätzung und Simulation, aber es ist durchaus was Interessantes, muss man auch mal kurz drüber sprechen. Wir werden dann über Verbindungsarten und Verbindungstopologien sprechen und am Ende hier dieses Kapitels Namen und Adressen verhandeln. Auch abstrakt verhandeln insbesondere. Ich werde also nicht nur über, da gibt es die IP-Nummern und gut reden, sondern ich versuche das auch ein bisschen einzusortieren. Generell ist dieses ganze erste Kapitel dem Einsortieren gewidmet. Das war also, das ist auch einigermaßen theoretisch. Ja, versuchen einzuordnen, was wohin gehört, eine abstraktere Sicht auf die Dinge bekommen. Also man kann schon sagen, dass das hier ein theoretisches Konzept der Rechnerkommunikation wird, wobei ich noch dazu sagen möchte, dass das nicht theoretisch im Sinne der theoretischen Informatik, Automaten und formale Sprachen ist, mal theoretisch im Verhältnis zu dem, was hier hinten noch kommt, das dann doch stärker technisch und anwendungsorientiert ist.
Hier in diesem Kapitel asynchrone Rahmenübertragung, sprechen wir dann nochmal über das HDLC, was ich Ihnen hier schon mal gezeigt habe kurz, aber da wollen wir insbesondere daran hier an dem HDLC studieren, wie Daten organisiert wird. Wir sprechen ein wenig über ATM, weil man muss. Wir packen nochmal das Ethernet kurz an. Uns um die Vermittlungsdienste. Auch hier wieder am Anfang so eine Taxonomie, so eine Art Kunde mit einer Einteilung, welche Sorten es gibt und die werden wir dann einzeln abarbeiten. Da möchte ich auch drüber sprechen und Ihnen sagen, wie die Dinger wirklich funktionieren. Und da müssen wir dann auch über Techniken sprechen, wie man dann überhaupt das Ziel der Kommunikation in diesem Internet findet. Wenn man so eine IP-Nummer anguckt, wie kommen wir eigentlich von der, wie kann so eine Paketvermittlung entscheiden, wo das Paket hin muss, das da gerade angekommen ist. Und dann das Kapitel Protokolle, ja, ich meine, das da ist natürlich auch ein Protokoll und hier gibt es auch Protokolle und hier auch. Man kann sogar bei Ethernet. Und hier gibt es auch etwas, das nennt man Protokoll. Aber ja, Protokolle hier, zu Endprotokolle, wir kommen noch auf diesen Begriff, auch heute noch. Wo es auch ein bisschen, sagen wir mal, intensivere Protokollfunktionalität gibt. Aufgaben, die zu erledigen sind, müssen wir eben dann drüber sprechen, müssen wir ein bisschen was definieren, was hier zu tun ist. Und dann arbeiten wir uns durch ein paar Beispiele durch. Der kleine Bruder, das UDP und noch ein paar andere und das XTP unter anderem deshalb, weil es interessant ist. Und sind auch in diesem Kapitel auch nochmal drüber, ob Protokolle und wie viel Protokoll wirklich sein muss. Wir werden, wenn wir hier vorbeikommen, insbesondere hier auch sehen, dass das natürlich was Limitierendes ist und dass man nicht alle Medienströme vernünftig über das TCP übertragen kann. Und deshalb gibt es ja auch sowas hier. Aber man kann sich auch fragen, brauchen wir das Ganze hier überhaupt? Kommen wir nicht ohne Protokolle auf den höheren Schritt? Diese Bildchen hier übrigens, ja, die Vermittlung, Protokollablauf, das hier gehört zum XTP, das werden wir dann noch detaillierter anschauen und uns damit ja, intensiv beschäftigen. Dann werden wir uns das Kapitel Steuerungsdienste vornehmen. Ich hatte ja hier auf dieser Folie hier so ein Stück Steuerungsdienste, die uns helfen, die Netzwerke zu verwalten, Verbindungen aufzubauen und die Verbindungen so zu konfigurieren, wie wir sie dann gerne hätten. Da stehen jetzt einfach hier so ein paar Begriffe und wir werden dran vorbeikommen. Zum Kapitel Anwendungsdienste, ja, unter den konsumtiven Diensten, also wenn wir dann über das Websurfen und sowas sprechen, das ist eine eher asymmetrische Kommunikation. Bei den kooperativen Diensten, da haben wir mehr die Interaktion. Und Sie werden sehen, dass das hier kooperative Dienste eben gerade ganz andere Anforderungen an die Dienstegüte stellen. Und so weiter. Während hier bei den konsumtiven Diensten, eigentlich ist es nicht so wichtig, auch beim Fernsehen schauen, ob das jetzt wirklich synchron ankommt. Dieselbe Fernsehsendung, die ich jetzt da gerade angucke, wenige Sekunden früher oder später geliefert kriegt, wie ich, ist nicht so relevant, außer beim Fußball, wenn es ums Torjubeln geht.
Also, ja, die unterscheiden sich eben auch, und deshalb gibt es hier diese Einteilung auch in der Art, wie das unten drunter liegende benutzt wird. Die unten drunter liegenden, in Anführungszeichen, Schichten. Ja, das Formale, wie üblich, hier mein schönes Bild, freundlich lächelnd. Montags, Sie sind ja da, Mittwoch auch nochmal hier in diesem Hörsaal. Für mich ist es bequem, Sie müssen vielleicht weiterlaufen, als wenn es woanders wäre. Meine E-Mail-Adresse kennen Sie mittlerweile auch. Sie können einfach hier zu dem ARA gehen und im Verzeichnis Vorlesungen das da finden. Da gibt es auch ein PDF, das hier, was ich hier auf dem iPad habe, ist sogar ein PDF. Die Übungen auch wie gehabt. Was Sie bisher erlebt haben, gibt es für die Rechnernetze eine mündliche Prüfung. Viele Studentinnen und Studenten haben vor mündlichen Prüfungen mehr Angst als vor schriftlichen. Dabei glaube ich, dass man vor schriftlichen mehr Angst haben muss als vor mündlichen. Im mündlichen kann man nämlich immer noch irgendwie sich vielleicht auch mal weiß. Da kann man fragen, die Frage, könnte man nicht vielleicht was anderes fragen? Und wenn sie es nett machen, frage ich dann eben was anderes. Wenn Sie das dann super beantworten, dann geht es sogar vielleicht in Vergessenheit, dass Sie eine Frage nicht beantworten konnten oder fast vergessen. So eine mündliche Prüfung, da kann man sich hoffentlich gut über ein Thema unterhalten. Das sieht dann irgendwie so aus, dass Sie dann dran sind und sprechen sollten. Insgesamt ist die mündliche Prüfung pro Prüfling und das bedeutet, dass ich in dieser Prüfung drei so ungefähr. Je mehr Sie reden, desto weniger kann ich dummes Zeug fragen. Das ist wie wenn ich sowas frage wie, nehmen wir uns mal eine Beispielfrage, wie funktioniert denn das Internet? Das ist gut. Wenn ich schon nach dem dritten Satz irgendwie dazwischen fragen muss, mich genötigt fühle, dazwischen zu fragen, formulieren wir es so, dann ist das ja nicht so toll. Ne? Aber wenn Sie sich jetzt hier die Vorlesung dann angucken, so durchaus 10, 15 solche Fragen, sagen wir mal, oder 20 Fragen rausdestillieren, auf die man dann vernünftig und fundiert ungefähr man sich die Unterlagen nochmal anschaut, sich dann selber fragt, was würde ich mich in so einer Prüfung fragen, worauf ich dann vernünftigerweise, wenn ich gut vorbereitet bin, eine Viertelstunde lang was erzählen kann. Stellen Sie sich so einen Katalog und dann kann man sich sozusagen Kurzvorträge erarbeiten. Könnte jetzt sagen, vor dem Spiegel, aber das braucht es natürlich nicht. Es reicht auch einfach, wenn man in die Luft guckt und das erzählt. Vielleicht dazu noch eine Skizze macht oder was Ähnliches auf dem Blatt Papier. Kommt immer gut und kostet auch ein paar Minuten vielleicht.
schon was, Ballbesitz und so. Also, dabei merkt man auch, wenn man das selber aktiv erzählt, merkt man dann auch, ob man es verstanden hat. Das durch kein Skriptum sind, sondern nur Vorlesungsnotizen. Das ist eins, aber wenn man es dann erzählen muss, merkt man, dass einem Übergang fehlt, dass einem eine Begründung fehlt und so weiter. Also diese Kurzvorträge rausarbeiten und sich selber halten oder einem Kommilitonen halten. Jetzt beim Thema Kommilitonen sind wir da, dass ich Ihnen ja, vorschlage, dass ich es für sinnvoll in die Prüfung kommen. Wenn Sie zu zweit in die Prüfung kommen, dann wird die natürlich entsprechend länger, ein Stündchen, anderthalb. Und wenn Sie zu dritt kommen, dann ist es vielleicht bis zu 2 Stunden lang. Ich will ja jedem von Ihnen die Möglichkeit geben, und dann können Sie sich auch gemeinsam vorbereiten und dann können Sie auch sich eine Frage aussuchen. Also wer der darf dann am Anfang von der Prüfung sagen, ja, das heißt, man kann sich eine Frage aussuchen. Es hat auch schon ein oder zwei Mal einen Fall gegeben, dass jemand irgendwie sich eine Frage vorgeschlagen hat und ich gesagt habe, nee, das machen wir nicht. Hat jemand gesagt, ja, das, was da in der Vorlesung stand, das war jetzt alles nicht so relevant. Ich möchte über Kryptographie sprechen. Ups. Erstens hat er das natürlich ein bisschen roten Kopf gekriegt, weil er irgendwie gesagt hat, Vorlesung, Kryptographie ist das Einzige, was interessiert. Aber zweitens war es eben auch nicht Stoff der Vorlesung. Und also es passiert schon mal, aber ich glaube, es ist jetzt... Sie können auch, wenn Sie wollen, per E-Mail fragen, ob das eine vernünftige Frage ist. Die Prüfung ist der Goldsucher. Ne? Der versucht also da im Wissen des Studenten sein paar Nuggets zu finden. Und Ihr Job ist es, mir einen Grund zu geben, Ihnen eine gute Note zu geben. Ja, ja, darum geht's. Wenn Sie Ihnen eine Frage stellt und so aus diesem Katalog, den kann man da vielleicht auch gemeinsam erarbeiten. Und dann erzählt der andere und man hört sich das an und sagt, das ist aber nicht so schlüssig und da fehlt vielleicht noch. Dieses Vorbereiten in der Kleingruppe ist schon eine gute Idee. Ja, was fällt mir noch ein zum mündlichen Prüfer? Es ist, also ich sitze da drin und einer meiner Assistenten als Beisitzer, der der Termin, den wir müssen wir vereinbaren, das ist jetzt nicht auf die Prüfungszeit eingeschränkt, dann wenn es Ihnen passt und dann wenn Sie nicht gerade zig andere gern im Semester. Ich habe zum Beispiel Donnerstag jetzt dann wieder eine Prüfung Rechnernetze. Also so wie es uns dann zusammen passt, den Termin machen wir per E-Mail aus. Ist eine ja, auch durchaus erfolgreiche Technik ist, nochmal bei den Mitarbeitern oder bei mir vorbeizukommen und darüber zu sprechen, was wir dann
was sie nicht verstanden haben in der Vorlesung, ob sie das so richtig verstanden haben und so weiter. Also die Unterlagen, wenn wir über das Vorbereiten sprechen, sind nur ein Teil dessen, was Sie als Vorbereitung natürlich auch schon in den Grundlagen der Informatik und in der technischen Informatik abgelassen. Es gibt Literatur und da kann man sich auch nochmal was durchlesen. Ich habe hier so ein paar Bücher. Dieser Ulysses Black, der hier in der ersten und zweiten Zeile steht, gut, dass ich benutzt habe, um die Vorlesung vorzubereiten. Das, was hier in der zweiten steht, IP Routing Protocols, das ist zum Beispiel ein gutes Buch, um zu verstehen, wie Routing im Internet funktioniert. Diese Ulysses Black Bücher, die kann man lesen, vielleicht nicht ein Buch über Analysis. Da kann man auch 20 Seiten pro Tag lesen. Ist also nicht so schwer zu möchte, das ist der Fred Halsall, Computer Networking and the Internet. Da gibt es auch andere Versionen davon. Thema, ich würde sagen, der hat ungefähr so 1.500 Seiten oder so an Büchern und ist schon ein gutes, solides Buch. Vielleicht nicht in allem, so wie ich mir das denke, oder sicher würde er. Aber das ist ein gutes Buch und anständig formuliert, auch halbwegs lesbar. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch irgendwelche deutschen Übersetzungen gibt, aber in der Informatik im Wesentlichen für die englische Literatur. Zum Thema deutsche Literatur, ne? Das hier war ein schöner Fehlschlag. Da habe ich mal ein Buch geschrieben über Kommunikation, Multimedia-Kommunikation. Ist erschienen, ist 2000 Stück gedruckt, 750 verkauft, wahrscheinlich die meisten an irgendwelche Bibliotheken. Die restlichen 1200 sind dann 3 Jahre später oder 4 Jahre später, nee, das war im Jahr 2000 oder 2001, sind die dann eingestampft worden. Da kann man natürlich sagen, der Autor ist nicht so doll. Sie werden Teile von dem Buch hier auch in der Vorlesung wiederfinden. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen daran orientiert. Es ist aber auch so, dass das Buch, das hätte irgendwie billiger gekriegt. Ich wollte sogar auf mein Honorar verzichten, damit sie es ein bisschen billiger machen. Aber die waren da eisern. Buch mit 350 Seiten kostet bei uns 79,90 € und fertig. Ja, meine Alternative wäre also gewesen zu sagen, na, dann wird es eben nicht gedruckt. iBookstore stellen und wenn es kostenlos ist, wird es auch viele tausend Mal runtergeladen. Die Grundlagen der Informatik sind jetzt, glaube ich, das Umstrukturieren, so gefällt es mir, auch nur teilweise. Was wir daraus lernen ist, deutsche Bücher über Computer sind entweder Bedienungsanleitungen für Raubkopien, ne, Microsoft Excel richtig eingesetzt, oder sie sind unverkäuflich. Ganz einfach, weil der Markt wohl nicht groß genug ist. Ich war jedenfalls mächtig enttäuscht hier bei diesem Buch. Ja, weitere Bücher, die interessant sind. Hier gibt es so ein vom Professor Krüger aus Karlsruhe, der mittlerweile auch schon länger emeritiert ist. Ein Übungsbuch Telematik, das ist schon
Das ist schon was Ordentliches. Ja, aus dem Jahr 2000, aber das macht nichts. So viel hat sich jetzt auch nicht geändert. Und eigentlich interessiert es vom wissenschaftlichen Aspekt her, wie es Facebook funktioniert. Allenfalls vom sozialwissenschaftlichen Aspekt her. Kann, wenn Sie, wenn es zum Thema TCP geht oder auch andere Internetdienste, das ist hier das Buch vom aber das ist ein richtig gutes Buch, das Stevens Buch. Bei Herrn Stallings kann man Standards nachlesen. Standards, gerade von der ISO, kosten einen Haufen Geld, wenn man sie sich kaufen muss. Tausende. Hier kann man sich für 60, 70, 80 Euro ein Buch über diese Standards kaufen. Standardunterlagen. Ja, die Bücher habe ich immer mal reingeguckt beim Vorbereiten. Deshalb stehen sie hier auch so, wie sie sind, stehen sie jetzt da aufgeschrieben. Wenn ich was herausheben sollte, dann besorgen Sie sich das den frischesten Ronsor in der Bibliothek, den Sie finden können. Daraus arbeiten für den, der sich dazu aufraffen kann. Und im Übrigen, wenn Sie wissen wollen, ja, wie es beim TCP innen drin wirklich aussieht, dann kann ich Ihnen dieses Buch Protokolldumps und so weiter. Richtig am Blech. Also gut. Jetzt möchte ich mal mit dem Inhalt beginnen, nachdem ich hier mich 30 Minuten mit den Präliminarien aufgehalten habe. Ich wiederhole einfach nur noch mal ganz kurz den Informationsbegriff. Den Begriff Entropie bzw. Selbstinformation. Der Herr Shannon hat Existenzbeweise gebracht für die Quellcodierung, für die Kanalkodierung. Im Sinne von, dass das, was die Quelle, die Entropie der Quelle mit möglichst wenig Bits dargestellt wird, also dass es, der Code die Entropie der Quelle annähert. Die Kanalkodierung ist auch noch so ein Thema. Da geht es einerseits um wenig Bits benutzen, weil übertragen, auch angesichts von Störungen. Und das sieht man hier unten in diesem, in dieser Zeichnung schön. Ne? Wir haben also hier die Information. Möglichst so kodiert, dass nur noch die Entropie übrig bleibt, wenn wir das wollen. Eigentlich wollen wir das schon, weil Bits sind ja kostbar, die Bits hier. Dann wollen wir es vielleicht verschlüsseln. Heutzutage lassen wir das vielleicht sinnvollerweise weg. Dann sollten wir verschlüsseln, sodass nicht jeder mitlesen kann. Kabel, wir nennen das Kanal oder an der Funkschnittstelle. Also einen Funkkanal, Bits produziert, die ein Signal produziert, das präsentiert und hier steckt der Kanalcoder drin. Und dummerweise gibt es auf dieser Leitung noch ein weiteres Signal, die Störung.
in der technischen Informatik diskutiert. Das ist Rauschen, aber auch noch andere Dinge, die sich und. So, das ist das Empfangssignal, diese Störungen, die werden im Kanal, also bitte, ich muss das hier auch noch anders einstellen. Ich gebe zu, mein iPad ist im August mal runtergefallen, da war eine da habe ich ein Reset gemacht auf das Ding. Jetzt sind alle Einstellungen weg und alle Apps. Und das muss ich erst noch wieder anständig machen. Deshalb geht das hier auch immer nicht zu langweilig wird. Also, im Kanal bin zu unserem Nutzsignal, zu dem kanalkodierten Signal, was wir da übertragen, noch diese Störungen addiert und wir kriegen hier Empfänger, das sicher dekodieren kann. Und dazu haben wir uns ja in der technischen Informatik auch den Viterbi-Algorithmus und solche Dinge angeguckt. Aber auch hier und das war, ja, das kann man, die Fehler, die hier entstehen, die kann man versuchen mit dieser Codierung zu reparieren. Man kann es aber vielleicht auch zwischen dem und dem hier versuchen zu reparieren, aber darüber müssen wir auch sprechen. In Mittelgrau und nicht in schön schwarz. Da muss jetzt hier das Ziel irgendwie reagieren entsprechend. Das könnte sagen, das ist irgendwie gestört, weg damit, nochmal versuchen. Oder es könnte sagen, wir zeigen es jetzt doch an oder spielen es doch ab. Ich bin zu laut. Jetzt spreche ich dann leise, jetzt ist es wahrscheinlich zu weit unten. Das machen wir mal noch zu. Passend zur Lesung, die ich auch halte, Multimedia, ich mache immer noch ein bisschen Schleichwerbung. Die steht, glaube ich, bei Ihnen im Wesentlichen im Sommersemester vom Master auf dem Programm. Aber da reden wir über Kompression, wie man vernünftig Medien komprimiert. Also da Informatik bearbeitet. Sie erinnern sich hoffentlich auch alle genauestens daran. Viterbi ist das Stichwort. Jetzt komme ich zum Thema Modelle der das ISO, das Schichtenmodell. Dazu muss man ein wenig ganz kurz in die Geschichte zurückgehen, damit man versteht, warum das auch so geworden ist, wie es geworden ist. Drucker angeschlossen wurde. Und da gab es natürlich ein Stück Leitung, ein Stück Kabel dazwischen, zwischen dem Großrechner und dem Drucker. Und Großrechner muss man Daten übertragen. Oder zwischen Großrechnern muss man zum Beispiel über eine Modemleitung mit sagenhaften 1200 Bit pro Sekunde oder auch mal 2400 Bit pro Sekunde Daten übertragen. Und die Großrechnerhersteller Anteil von
70, 80, 90% hatte, haben die ihre Protokolle entwickelt und auch gleich so gemacht, dass man nicht so einfach andere Geräte anschließen konnte. Klar, wenn IBM da einen Großrechner für 10 Millionen verkauft und auch einen Drucker für 1 Million verkaufen möchte, dann macht es das Protokoll so, dass nur der IBM-Drucker für die Million das versteht und nicht der Drucker von der Firma XY das versteht. Und damals ist so ein Markt entstanden von kompatiblen Geräten. Rechner hatte, dann ist natürlich schon versucht worden, dass an den anderen Unternehmensstandorten auch einer stand, weil nur die miteinander Daten austauschen können über diese Modems. Das hat dann, ja, wie das eben so ist, da gibt es ein Monopol oder ein Fast-Monopol und alle anderen sind stinksauer und alle überlegen sich, was kann man denn machen? International Standards Organization, ISO, Genf, Computerkommunikation standardisiert werden sollte. Da war von Anfang an der Auftrag, machen wir es so, dass wir auch andere Drucker, andere Terminals, andere Modems, andere sind, dass Geräte anderer Hersteller angeschlossen sind. Das ist übrigens nicht Open Source, sondern Open Systems. Was Open ist, sind die Protokollspezifikationen. Die muss man also nicht da irgendwie erraten, reverse-engineeren von dem, was die IBM da gebastelt hat, sondern ja, die kann man, wenn man genügend Geld bei der ISO in Genf abliefert, pro Standard ein paar hundert Dollar oder so, dann kann man sich die besorgen. Irgendwas will die man Schnittstellen anständig definiert. Access Point. Und so ein Service Access Point, da gibt es Funktionen wie eine Request. Ich möchte was haben vom Dienst und eine Service Data Unit, die man reinsteckt. Also man geht zu einem Service Access Point, sagt, ich möchte Request Daten, für das ich das haben möchte. Zum Beispiel Service Data Request. Data Request heißt, übertrag mir bitte diese Service Data. In den Dienst, ne, Service, und sagen, was damit gemacht werden soll. Das ist der Request. Und dann kriegen wir eine Response. Sowas wie, okay, ich kümmere mich drum. Confirmation, ich habe mich drum gekümmert, hat geklappt. Allerdings kann in der Confirmation auch drinstehen, nope, hat nicht funktioniert. Können auch Fehlermeldungen drinstehen. Ja, wenn man also hier Application, dieser Presentation-Schicht eine Service Data Unit gibt, mit einem Request kriegt sie eine Response, ich kümmere mich drum. Später kriegt sie hier die Application-Schicht von der Service Data Unit heißen die Dinger eben abstrakt, damit man solche Begriffe wie Protokoll, Segment, Paket,
Entschuldigung, wie Segment, Paket, Packet, Zelle, Frame, Bit, Byte. Schnittstelle zu dem, der 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 zu dem. Und dann gibt es hier. Service Access Point, es gibt nur einen für Presentation, es gibt nur einen für Session, es gibt nur einen für Transport. Und weil es nur einen Service Access Point mit einem Satz definierter Funktionen gibt, soll die Session-Schicht-Software von der Firma A benutzt und hier die von der Firma F benutzen kann. Und wenn wir hier A benutzen, so dass man eben nicht alles von diesem einen die eigentliche Übertragung und hier gibt es natürlich auch Protokolle, hier auch. Das sind diese Peer Protocols. Also der soll mit dem hier sprechen, mit einem Transportprotokoll geben und ein Session Protokoll und ein Presentation Protokoll. Das hat geklappt aus verschiedenen technischen Gründen, aber auch aus Administration. Das ist ein Standardfindungsprozess. Das mischen natürlich alle die mit, die im Markt. Ein bisschen was erzählen. Einer der lustigen Kompromisse, nicht von der ISO, aber bei der ITU, der war mal, dass die Zellgröße und die Amerikaner haben gemeint, die sollen 64 Byte lang sein, die Zellen, und die Europäer haben gemeint, die sollen nur 32 Byte lang sein, 48 Byte groß. Aber immerhin gab es einen Standard. Also, wenn wir jetzt hier das ISO-Transportprotokoll anschauen würden, was stellt sich raus, dass es da auch fünf verschiedene Klassen gibt. ISO, TP0, TP1, TP2, TP3 und TP4. Oder für die meisten zumindest. In diesen Peer Protocols, da steckt drin, welche Protocol Data Units der hier an den hier schickt. Tatsächlich nicht physisch Daten hin und her zwischen den beiden, sondern der nimmt so eine Protocol Data Unit, die der hier erhalten soll, und gibt sie dem hier, und der behandelt das als Service Data Unit. Also der tatsächliche Datenfluss ist Schnittstellen. Und jeder benutzt auf jeder Schicht noch so ein Peer-Protokoll. Also hier drin, da können übrigens noch mehr stecken hier im Netzwerk. Die Vermittlung spricht mit den anderen Vermittlungen, meinetwegen, ich habe das hier, ist der einfache Fall. Zwei physischer Datenfluss, na, hier unten,
und natürlich muss das hier hochgereicht werden, hier rüber, und hier gibt es auch einen physischen Datenfluss, selbstverständlich, weil es in einem Rechner ist. Naja, hier gibt es ein Netz, das hier soll ein Router sein, und eine Vermittlung, sagen wir mal lieber. Und die Daten liegen dann hier und werden hier mit so einem Peer-Protokoll weitergereicht. Lila machen sollen. Da gibt es einerseits ein Peer-Protokoll, wenn Sie so wollen, und andererseits aber eben dann auch mal einen physischen Datenfluss. Im Sinne von, das liegt im Speicher und ich übergebe einen Pointer auf diese Protokoll. An dieser Stelle ist die Zeichnung so ein bisschen fishy. Aber die Idee ist, dass hier innen drin soll das Netzwerk darstellen. Den Peer-Protokollen. Übrigens, die Protocol Data Unit von dem, das Service Data Unit, hier übergeben, wird von dem natürlich wieder mit irgendwelchen die Daten immer größer. So werden dann hier aus vielleicht, sagen wir, 1000 Byte schon auch mal 1200 für die Übertragung. Und wir werden das dann auch sehen beim IP und beim TCP, da kommen in der Größenordnung von 60 Bytes oder so ähnlich dran an die Daten. Nur vom TCP und vom IP. Und dann kommt noch das Ethernet dazu, da packen wir auch noch mal ein und dann packt Session was drumherum, und dann packt Transfer was drumherum, und dann packt Network was drumherum, ein bisschen was dazu. Und auf der anderen Seite wird das dann entsprechend ausgepackt. Und das kann man sich wirklich so ein bisschen vorstellen, wie das Paket, was da ankommt von der Post, da muss man erstmal auspacken, und dann ist wieder eine Schachtel. Dann kommt man erst an sein neues Telefon. Und das Telefon ist so groß, und außerdem hat man noch so viel Karton übrig. Hier, das ist so eingeteilt in diese Schichten, weil man versucht hat, Funktionen der Datenübertragung einzuteilen. Und darüber möchte ich jetzt dann ein wenig plaudern. Der unterste Teil, ich habe jetzt hier die untere fast Hälfte der Zeichnung da gibt es den Physical Layer, wird auch Übertragungsschicht genannt, also da gibt es ein paar Begriffe für diese Schicht. Hier unten. Die in Anführungszeichen ungesicherte Übertragung der Signale über eine Leitung. Bits übertragen. Das, was wir in der technischen Kommunikation diskutiert haben, wenn wir über NRZ und Manchester und sowas gesprochen haben. Manchester Codierung. Oder auch hier steht Beispiel Leitungskodierung. Jetzt können wir noch weitere Beispiele nennen: Token Ring, Manchester, eben Ethernet,
also 4B3T, MM, ist das 3-4 und Manchester. Um Modulation müssen wir ja im Sinne der technischen Informatik. Und dafür gibt es auch Standards. Im ISO-OSI-Modell Funkübertragung, UMTS und solche Dinge. Oder wir finden es bei der ITU. Das, was wir in technischer Informatik schon besprochen haben. Darüber Informatik zumindest teilweise besprochen haben, das ist die Rahmenbildung. Wir machen aus unseren einzelnen Symbolen übertragen. Gründen, wir müssen adressieren können, wir müssen Prüfsummen hinzufügen zur Fehler. HDLC, das steht hier unten dran. Wir machen also Fehlerbehebung. Vielleicht braucht es Flusskontrolle, vielleicht hat es Verstopfungskontrolle, / Lastabwehr, also so Mechanismen, um sicherzustellen, kein Pufferüberlauf hat. Oder dass irgendwo in den Vermittlungsknoten Pufferüberläufe stattfinden. Also hier insbesondere Flusskontrolle. Was dann für die weiter oben Beispiele eben des HDLC oder des Ethernet oder der Token Ring. Und das HDLC, das werden wir hier dann auch nochmal etwas genauer studieren, da werden wir auch irgendwie über 90 Minuten dafür brauchen. Und die Mechanismen ein wenig anzusehen, das wird das erste richtige Protokoll sein, was wir diskutieren. In dieser Vorlesung. Ah, das ist auf der Verbindungsschicht. Eigentlich ist das so ein altes IBM-Protokoll, aus dem SDLC hervorgegangen, das HDLC, aber dann sehr weit auch bei der ITU und in der ISO mitstandardisiert worden, weil es einfach ziemlich gut ist, was diese Die haben auf all diesen Schichten dann schon überzeugende und leistungsfähige Geräte abgeliefert, so ist es nicht. Das Monopol kam nicht so ganz von ungefähr. Das nächste, die Schicht 3, Schicht 1, Schicht 2, Schicht 3, wird auch Vermittlungsschicht genannt oder Netzwerkschicht oder Network. Kommunikationspartner, also Wegfindung. Ja, wenn wir uns überlegen, dass so ein Netzwerk aus vielen Millionen Teilnehmern aufgebaut ist oder dass an so einem Netzwerk Millionen, Milliarden Teilnehmer angeschlossen sind, dann müssen wir ja an unsere Datenstücke oder an die Verbindungen beim Aufbau irgendwie vorne dran sein. Oder auch vielleicht eine ausgesuchte Untermenge von dieser Milliarde oder von diesen 5 Milliarden. Die Vermittlungsschicht,
die soll sich insbesondere um die Weglenkung kümmern, dass es zum Richtigen kommt, auf effiziente Weise zum Richtigen kommt. Eine Weise, dafür zu sorgen, dass es zum Richtigen kommt, ist es einfach an alle zu schicken. Und jetzt überlegen Sie sich mal, Ihr Computer würde alle IP-Pakete nur wenige ausgesuchte mitlesen. Das ist immer ein Unterschied. Es gibt aber natürlich auch durchaus so Fälle wie Kommunikation in Kabelnetzwerken, wenn Sie über das Fernsehkabel deshalb muss da verschlüsselt werden. Wird auch. Also Weglenkung, Routing kümmert sich darum, aus all diesen Milliarden möglichst effizient das zu übertragen zu dem eigentlichen Ziel, zum Kommunikationsziel. Wir werden darüber sprechen, wie man so die Informationen fürs Routing, für die Weglenkung aufbaut. Das ist ein interessantes Thema und Theorie macht auch Spaß. Hier geht es auch um Flusskontrolle bzw. Verstopfungskontrolle, die diese Vermittlungsknoten können auch darunter leiden. Zum Vermitteln gegeben werden. Beispiele, das X25, das ist übrigens eins von den ISO-Protokollen, die da standardisiert worden sind, von dieser International Standards Organization. Ist nicht von der ISO standardisiert worden, man hat sich trotzdem durchgesetzt, oder vielleicht gerade deshalb zum Thema Kritik von diesem ISO-OSI-Schichtenmodell, da kommen wir dann auch noch vorbei. Ja. Hier haben wir noch die drei Schichten, die ich bis jetzt hier erzählt habe, die unteren drei, das sind die wie das aufgebaut ist. Und jetzt hier oben drüber kommen die sogenannten netzwerkunabhängigen Schichten, die also nicht so richtig wissen müssen, wie hier oben, sondern die einfach glauben, dass sie eine direkte Verbindung zu dem anderen Endgerät haben. Das sind die netzwerkunabhängigen. Besonders in diesem Netzwerk, weil es die erste End-to-End-Schicht ist. Also die unterste hier ist die erste End-to-End-Schicht. Und deshalb hat sie irgendwie einen prominenteren Charakter als die anderen. Haben wir auch einen, sagen wir, von Forschung und Entwicklung und so weiter hervorgehoben. Unter Umständen ganz schön umfangreich, die Transportschicht. Und historisch gesehen haben da viele Leute dran geforscht und übrigens auch das Protokoll, was am dicksten geworden ist und ja, vielleicht auch an Überfettung gestorben ist. Ich komme ja gleich noch ganz vorbei. Beim Thema Rummaulen am ISO-OSI-Schichtenmodell. Die ISO fordert davon die Eigenschaft gesicherte Nachrichtenübertragung.
nicht datenübertragen, Nachrichten übertragen. Also da werden solche die wird gesichert übertragen. Wir wissen also mit einer gewissen Dienstgüte. Die Transportschicht irgendwie um Adressierung kümmern. Sind oder ob sie irgendwie in der falschen Reihenfolge angekommen sind. Also wir müssen hier auf dieser Schicht, der Mann muss auf dieser Schicht prüfen, wenn eine Nachricht die andere überholt hat, also die Reihenfolge wiederherstellen, man muss rauskriegen, was denn, ob was fehlt und ja, dafür sorgen, dass das Fehlende noch beschafft wird. Ja, End-zu-End Fehlerbehebung steht da. Auch hier muss man sich wieder um Flusskontrolle kümmern. Die Verstopfungskontrolle wird weiter unten erledigt, hoffentlich. Hier klassisches Beispiel der Drucker. Ich meine, Drucker sind mechanische Teile. Da geht es eben nicht mit 2 Milliarden Buchstaben pro Sekunde oder so ähnlich. Egal wie schnell die Leitung ist, der Drucker hat mechanische Komponenten, da geht es halt nur mit so und so viel Buchstaben oder Pixels pro Sekunde. Und so gestopft wird. Also muss sich der Drucker irgendwie wehren können, und das ist dieses Kapitel Flusskontrolle, über das wir dann sprechen wollen. Adressierung, Nummerierung, Prüfung im Sinne von Fehlerkorrektur, da weiß ich schon. Wenn das TCP, was wir hier in dieser Vorlesung nicht diskutieren wollen, ist das TP4, das ist dieses ISO-Transportprotokoll Klasse 4. Ja, das, wenn wir das hier diskutieren würden, bei der Spezifikation hat es auch ein paar Probleme gegeben und hat sich dann herausgestellt, dass das auch nicht beliebig schnell übertragen kann, nicht mal richtig schnell, sondern dass da irgendwie und so weiter, so wie es konstruiert ist. Es gibt übrigens dann auch TP0, TP1, TP2 und TP3, die liefern weniger Leistung. Da gibt es zum Beispiel welche in den anderen Klassen, welche, die eben keine Fehlerbehebung machen, also ohne Fehlerbehebung funktionieren. Das unter anderem auch deshalb, weil die Endgeräte vielleicht nicht so leistungsfähig haben, als das ISO-OSI-Schichtmodell und die Protokolle dafür gemacht ein paar tausend Dollar gekostet. Also ein Kilobyte RAM. Ne? Deshalb, naja, hat es da auch Drucker gegeben, die nur ein paar Byte Puffer hatten. Klassen. Und das UDP ist ja auch so ein bei dem eben keine Flusskontrolle stattfindet und keine Fehlerkorrektur. Wenn der Puffer im Empfänger überläuft, dann wird eben so ein UDP-Frame auch einfach weggeworfen. Da muss man eben irgendwie damit umgehen. Die Verbindungssteuerung des Session Layer, der begreift jetzt nach oben hin Datentransport nicht mehr als die Übertragung von Nachrichten,
eine nach der anderen, solchen Paketen, Stücken, Segmenten, wie auch immer. So wie Sie Übungen auch Sockets benutzen und bedienen. Da kann man eben auch 1 Byte, 2 Byte, 7 Millionen Bytes reinstopfen, wie man gerade lustig ist. Und dieser Session Layer paketisiert wird, in einzelne Stücke aufgeteilt wird, sodass man es übertragen kann. Paketisieren hat übrigens 2 Aspekte, da sprechen wir später nochmal drüber. Paketisieren bedeutet einerseits, dass wenn man viele, viele hat, die in Happen aufgeteilt werden, und andererseits, dass da auch irgendwann mal ein Paket draus gemacht wird und abgeschickt wird. Ja, das ist der Unterschied zwischen, wenn Sie sagen wir mal, irgendwo bestellen eine Küche, dann kommt das vielleicht auch in einzelnen Paketen an. Also muss die Küche aufgeteilt werden in Pakete. Was bestellen und es ist nicht alles sofort lieferbar, dann beschließt mehrere Artikel, dann beschließt der Versender vielleicht auch, Ihnen schon mal einen in ein Paket vorab zu schicken. Amazon oder sowas. Also, um sowas muss sich dieser Session Layer kümmern, dass er den Datenstrom vernünftig um die Dialogsteuerung, eventuell kann immer nur einer was sagen. Ja, also, da muss das Rederecht vergeben werden, das Rederecht irgendwie ausgetauscht werden. Das ist ja auch dieses Over, ne? Man sagt sein Ding und dann sagt man Over, dann weiß der andere, dass er jetzt was sprechen kann. Synchronisationspunkte, wenn also die Verbindung zwischendurch abgebrochen wurde, dass man später nicht nochmal ganz neu anfangen muss. Stichwort FTP, ne? Sie wollen 4 GB übertragen. Und nicht einfach von vorne anfangen. Das ist noch gar nicht so lange her. Da konnte der FTP das nicht und dann hat er eben wieder von vorne angefangen. Man musste dann da zugucken und am Ende, wenn man Pech hatte, musste man halt so eine Datei 3 oder 4 Mal übertragen, bevor es dann endet. Schicht ist das HTTP. Wer kennt HTTP? Schon mal benutzt? Gut. Schon mal benutzt? Ja, oder? Wir kommen auch nochmal dran. Das wird manchmal, dieser Presentation Layer, das wird manchmal schon etwas, sagen wir mal, esoterisch. Weil es darum geht, Informationen abstrakt und CD und den Hardcheck und arabische Schrift und die chinesischen Schriftarten und Swahili und so weiter. Oder Französisch. Und CD, Accent aigu und der Circumflex und so. Also,
Informationsrepräsentation. Aber die Buchstaben sind ja auch einen Record, einen Personenrekord in der Datenbank darstellen. Wir wollen eine Webseite irgendwie kodieren. Und jetzt sehen Sie schon, wo die Schwierigkeit auf dieser Ebene ist. Wie sagt man dem anderen, dass das, was jetzt kommt, eine Tabelle ist? Wie sagt man dem anderen, dass das ein Umlaut ist? Sie haben wahrscheinlich auch schon mal irgendeine Webseite gekriegt, da waren lauter so komische Zeichen. ...9F oder so ähnlich kodiert. Kaum lesbar. Oder Anführungszeichen haben dann irgendwie komisch ausgesehen. Das, darum geht es gerade in der Darstellungsschicht. Das HTML ist... Das droht Ihnen wieder in dieser Vorlesung, dass ich über Markup ein wenig predige, heute nicht, aber dann irgendwann mal. Da gibt es das SGML, das ist General Markup Language. Das ASN1, Abstract Syntax Notation Number 1. Dann geht es weiter mit XML und XSLT und all diesen schönen Dingen. XML Style Sheets und Cascading Style Sheets und sowas lesen. Das ist eine Standardexplosion, hat da stattgefunden. Bei den anderen Schichten oben drüber, unten drunter. Es geht darum, irgendwie Semantik zu repräsentieren in Bits. Wenn man es allgemeingültig machen will. Und was hier drin steht, bei ASN1, da steht nicht nur drin, wie wir Informationen kodieren, sondern da steht auch drin, wie wir Informationsbeschreibungen kodieren. Metaspezifikation erweitern. Das steckt in dem SGML übrigens auch drin. Document Type Definitions, das, was das HTML ist. Eigentlich ist das HTML... ASN1 ist auch so ein Ding, da kann man eben aufschreiben, wie man kodieren möchte. Und man überträgt dem anderen die Beschreibung und dann musst du das erstmal dekodieren, aber dann hat er so eine Formatbeschreibung, die wir gerade erst frisch definiert haben und kann Datentypen übertragen, die er vorher noch nicht kannte. Bearbeitungsschicht. Naja, und da steckt eben so alles drin, mit dem wir kommunizieren. Anwendungsschicht, da kennen wir das Telefon als Anwendung. Und dann gibt es das Web, wie wir das Web benutzen, Hypertext. Ja, steckt hier drin. Hypermedia. So unübersichtlich viel. Jetzt ein wenig die Meckerstunde zum Thema ISO-OSI-Schichtenprotokoll. Als das fertig war, das ISO-OSI-Schichtenprotokoll, haben sich die Standards. Kompatibilität, Open.
Softwaremanager? Super. Der Müller kümmert sich um die andere Schicht, der Schmidt macht Presentation, der Meier schon ist meine Arbeit erledigt, Job aufgeteilt in 7 einzelne Teile. Und wenn der Meier kommt und sagt, da ist mit dem Transport dazu, und schon klappt das. Die Arbeit aufgesetzt, das hieß Gossip, glaube ich. Der sämtlicher Soldaten der Vereinigten Staaten wird auf das ISO-Schichtmodell umgestellt. Interoperabilität auf der ganzen Linie. Problem erledigt. Es hat mir naja, 15 Jahre später ist die Bude pleite gegangen. Das Gossip vom amerikanischen Verteidigungsministerium ist so und so viele zig Milliarden Dollar vom amerikanischen Steuerzahler bezahlt worden sind. Aber auch in Europa haben die Jungs massenhaft Geld ins OSI-Schichtmodell rein versenkt und das deutsche Forschungsnetzwerk das war auch mal eine Zeit lang völlig auf OSI fixiert. Völlig auf das OSI-Modell fixiert und das erste Paket vermittelte DFN, das hat X25 benutzt. So ein ich habe gesagt, also alle haben sich drauf gestürzt, weil es irgendwie so auch intuitiv aussieht. Ne? Und wenn Sie das sich hier angucken, kann man sich auch irgendwie drüber freuen. Jetzt ist was man unterschätzt hat bei der Standardisierung, das ist da einerseits das hier ist ein Prozess, das hier ist einer, 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 das ist auch ein einer. Und schon auch wieder Job aufgeteilt. Von anderen Herstellern kommen kann. Aber es stellt sich raus, dass eben Prozesskommunikation auch immer bedeutet, dass man einen Prozesswechsel machen muss, von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier. Und es kostet Zeit. Bei jedem Prozesswechsel geht eben ein bisschen Zeit drauf, Adressraum muss umgeschaltet werden. Jedenfalls standen die Leute irgendwie dann traurig vor dem ISO-OSI, vor ihrer tollen neuen OSI-Implementierung und haben gesehen, dass durch diese Schnittstelleninflation und diese vergeben wollen, sie haben es ja auch schon gemacht, wenn sie eine Funktion aufrufen wollen, die was für sie erledigt, dann müssen sie das, was sie an Informationen für die haben, irgendwie in Datentypen reinstecken, die sie auf Parameterpositionen übergeben können. Da muss man sich auch in diesen Schichten, also der Marshalling Overhead, das Codieren der Informationen, Fehler machen, wenn man zum Beispiel nicht aufpasst und die Kommunikation so gestaltet ist, dass man nach jedem Päckchen
und ich im Paket vielleicht noch ein paar Millisekunden extra warten muss, um sicherzugehen, dass es auch angekommen ist. Ja, und diese Fehler sind auch teilweise bei den Protokollen gemacht worden. Und dann entsteht natürlich ein Haufen Verpackungsmüll an diesen Schnittstellen. Zum Beispiel, hier steht Flusskontrolle, Verstopfungskontrolle, hier steht Verstopfungskontrolle, Flusskontrolle, hier steht Flusskontrolle nochmal. Wenn man das schön in drei Schichten übereinander arrangiert und jeder macht seine eigene Flusskontrolle, dann interagieren die auch, beziehungsweise wirken entgegen, sodass am Ende die Leistung reduziert wird. Also diese Funktionsduplizierung. Es ist auch manchmal fraglich, ob jetzt diese Aufgabe wirklich in der Schicht sein sollte oder woanders. Man kann auch Argumente finden, dass es woanders sein sollte. Parameter konvertieren. Ich habe oben gesagt, Sie müssen das da reinstecken in Prozeduraufruf und Funktionsaufruf, beziehungsweise in den anderen Prozess. Dabei geht auch Semantik verloren. Daten haben im Telefondienst und dann überträgt das passt ja irgendwie schlecht rein. Sie können ja nicht einfach einen Satz umsortieren. Ja, meistens wird es ja sowieso einfach brutal mitten rein kopiert. Das muss man also irgendwie weglassen. Eigentlich bräuchte der TCP das gar nicht zu übertragen, wenn er Audio überträgt. Aber wie sage ich es dem? Ich kann ja schlecht dem TCP sagen, also sortieren sollst du schon, aber wiederholen nicht. Das geht irgendwie nicht, das würde ich dem sagen. So wie er gemacht ist. Semantikverlust im Stack und die Schichten-Timeouts ist so ein ganz übles Problem. Ich habe eben so nebenher gesagt, man hat dann man hat das simuliert, das TP4 und herausgefunden, ich weiß es nicht mehr genau, so in der Größenordnung schneller als 400 Megabit läuft es einfach nicht. So wie es gemacht ist mit all diesen Timeouts, die da drin stecken. Über was doch nicht benutzt wird. Es gab übrigens schon von Anfang an, als das ISO-OSI-Schichtmodell rauskam, Leute, die gemeint haben, das ist vielleicht doch nicht so doll. Die Leute, die sich um Manufacturing gekümmert haben, General Motors, die haben sich das angeguckt, so für Schweißroboter aus Versehen doppelt oder dreimal so viele Schweißpunkte in die Autokarosserie rein, wie es einfach sein soll, weil wir nicht mehr in Echtzeit steuern können. Auch die NASA hat da angefangen damit. Die war das, was sie brauchen. Boeing hat es auch mal probiert und ist dann mit dem da rausgekommen. Da geht es um Framing, Application Layer Framing, dass die Anwendungsschicht alles selber macht und nur noch das Ethernet direkt benutzt. Das ist ein ganz berühmtes Paper, Clark und Tendenhaus haben das geschrieben. Sagen, dieses Protokoll, worüber wir sprechen, das ist so auf Schicht 4.
hat auch noch ein paar Funktionen von Schicht 3. Wenn wir das zum Beispiel sagen, dann weiß der gebildete Informatikkollege, worum es geht. Und dann kann man das sinnvoll, dass man sagt, ja, da sollen jetzt, na, das ist so ein Schicht 4 Ding, das soll so die Leistung von dem haben, was man so unter Schicht 4 versteht. Und dann haben beide ein intuitives Verständnis, worum es denn gehen soll. Zur Verifikation kann man das benutzen, zum Entwurf und vor allen Dingen zur Kommunikation unter uns. Und wenn Ihnen jemand in 2 Jahren oder in 3 Jahren oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren zu Ihnen sagt, naja, das ist so Session-Funktionalität, dann sollten Sie wissen, worüber er spricht. Deshalb erzähle ich das hier und deshalb bitte ich Sie, das durchaus auch zu lernen. Nicht mit großen Augen gucken würden. Nächstes Mal sollte ich vielleicht auch wieder die MyTU-App mitnehmen, dass Sie dann auf die Stopptaste drücken können, wenn ich sage, Schicht 27.